Hallo meine Lieben, da bin ich wieder, euer Solinex mit The Forest. Wisst ihr, was das Gute ist? Ich habe gerade zwei Aufnahmen gemacht und dadurch, dass ich jetzt eine größere Platte habe, macht das gar nichts. Es macht einfach nichts. Es ist vollkommen Latte. Ich habe noch genug Speicherplatz. Ich könnte jetzt im Prinzip 10 Let's Plays machen, wenn ich wollte. Oh, hier laufen aber viele Hasen rum. Ja, hier haben wir wieder ein feuchtes Nichts gefangen. Ist voll, okay. Was wollten wir denn machen mit den ganzen Loks? Ich bin jetzt total unvorbereitet, weil ich mich einfach voller Freude in ein neues Let's Play gesprungen habe. Und ja, gut. Was ich auf... Oh, kannst du jetzt nicht mal mein Inventar ist. Was ich auf jeden Fall doch jetzt mal bauen wollte, war ein Drying Rack. Wo bist du denn? Da. Drying Rack. Was sind die ganzen Tiere, die ich höre? Ich weiß nicht, ob das Essen die Kannibalen anlockt. Also stelle ich das, glaube ich, lieber hier rein irgendwo. Wenn es irgendwo stehen würde und nicht rumzappelt. Da ist eigentlich noch Platz dafür, aber irgendwie... Ja, da kann ich es schlecht hinstellen. Ja. Scheibenkleister. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss sie nach draußen bauen. Auch wenn die selbst hier nirgendwo richtig steht. Ja, mal ehrlich, was ist denn das? Was soll denn das? Will ich die halt dahin bauen? Du kannst mich im Arsch lecken. Gut, werden wir sehen, ob das irgendwas anlockt. Jeder. Meine. Werden wir hier sehen. Wir brauchen noch Stickies, wie immer. So, ich werde aber auch nicht mehr Stickies sammeln, als wir müssen. Da unten watscht wieder jemand lang. So, reicht. Oh. Gut. Wenn das natürlich so ist, dass wir Stickies so rumlegen, dann nehmen wir die natürlich mit. Keine Frage. So, Drying Rack. Und ich werde jetzt einfach mal zumindest erstmal alles an Raw Lizards aufhängen. Oh. Und ja, die Hasen auch, komm. Scheiß drauf, die Fische behalte ich im Inventar. So, einen Hasen haben wir wieder. Zwei Hasen haben wir wieder. Einen Lizard haben wir wieder. Altes Mischstück. Sieht so aus, so wegkommst du. Fräulein. Liegen bleiben. Ja, die sieht tot aus. Ziemlich tot zumindest. Lassen wir sie auch mal tot sein. Weiterhin. Was haben wir hier Schönes? Mhm, Stein haben wir gefangen. Das ist doch immer schön. Ich wollte schon immer mal einen Stein haben. Hier ist noch ein Lizard. Das sah doch schon recht fliegerisch aus. Ich warte mal, ich habe da irgendwas mit Ragdoll gelesen. Ja, ganz gemütlich hier. Wir sind auch covered in Blood. Werden wir nochmal schnell zum Wasser laufen. Boah. Aber ganz schön. Das habe ich irgendwie heller in Erinnerung. Ich glaube, meine Brightness ist runtergegangen vom Spiel. Mal gucken. So, jetzt waren wir im Wasser.
Jetzt sprinten wir zurück und werden ein bisschen Schlafi-Schlafi machen. Wenn wir können. Spitzt da gerade ein Hase seine Öhrchen? Was habe ich gerade für einen Hasen gehalten? So. Aber ich möchte jetzt erstmal schnell schlafen eigentlich. Ja, sehr schön. Besser ist, wir haben es wieder tags. Muss man ja mal sagen, ist immer so, ist sonst immer so eine Sache mit dem Schlafen und diese Folge wollen wir ja gucken, was man Schönes machen kann. Da wäre es nicht so gut, wenn es dunkel ist, denn ich möchte ja gucken, wie wir hier weiterbauen. Ich hatte da ja schon Ideen. Ich habe aber schon einen Lizard draufgelegt, oder? Ich sehe nämlich keinen. Doch, da Eid. Ich sehe ihn nicht, aber egal. Kann man hier eventuell noch einen Stauenholder? Rockholder? Ja, kann man. Da. So, nochmal dunkel, ne? Warte mal. Ach, egal. Jetzt regnet es auch noch. Ach, herrje. Ja, ich weiß nicht, was die da unten zu suchen haben. Die sollen doch mal bitte gehen. Ich denke mal, hier würde es nicht schaden, sein Gebiet ein bisschen zu erweitern. Ob wir das hier doch jetzt schon machen müssen, ist wieder so eine andere Sache. So, haben wir wieder einen Hasen. Ein Lizard haben wir ja gegessen, ne? Bleib mal stehen. Lizard. Brav. Ja, wenn jeder so brav hören würde, wenn man ihn töten möchte, ne? Und das haben sie jetzt aber ein bisschen übertrieben gemacht, wenn man ins Licht guckt, dass man dann halt ein bisschen dunkler sieht. Und selbst wenn ich nur kurz reingucke, bin ich danach halb erblindet. Ja, es ist schon ein bisschen... Das ist schon ein bisschen übertrieben. Haben wir eigentlich noch einen Kopf? Ja, haben wir. Ja gut, dann brauche ich der nichts tun. Jetzt müsste man überlegen, wie wir das hier machen. Das würde ich gerne noch umbauen. Ich weiß nur noch nicht. Ja, ich werde erstmal grundlegend einen Bogen um die laufen und zeigen, was ich vorhatte. Ich hab ja gesagt, ich weiß, was ich mit meinen Bänken tue. Das ist einfach so geplant, dass hier an dieser äußerst chilligen Position habe ich etwas vor. Und zwar werden wir hier ein Gazebo bauen. So. Und dann so richtig gemütlich noch so Bänke daneben, die in Richtung dieser Insel zeigen. So habe ich mir das vorgestellt. So, ja. 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 Genau, und dann hat man hier so ein kleines, gemütliches Plättchen. So ein bisschen Optik. Das werde ich erstmal so lassen. So ist das auf jeden Fall erstmal geplant. Dafür brauchen wir natürlich haufenweise Sticks, aber wirklich haufenweise. Ja, schön, dass so viele Tiere da sind. Gefällt mir.
Aber, naja, gut, so weit sind wir noch nicht, dass wir das da unten bauen. Ich hätte auf jeden Fall auch nochmal Bock auf ein Baumhaus und, ja, müsste man nur überlegen, wo man das hinbaut. Ich hätte mal den Baum, der hier steht, lassen sollen, hätte ich super ein Baumhaus reinbauen können. Habe ich jetzt natürlich gar nicht bedacht. Das haben wir jetzt schon wieder gefangen. Ein Hasen, ja, ist schade, dass ich den nicht nehmen kann. Ja. Na du. Du kleine Hase. Dann werden wir hier noch einen Hasen aufhängen. Den Hasen abschlachten. So. Ich bin gerade so ein bisschen. Ich möchte das alles so ein bisschen verbinden und ich weiß nur noch nicht so recht wie. Auf jeden Fall möchte ich hier. Die machen aber auch immer einen Radau. Möchte ich hier noch ein bisschen. Ach komm, ist jetzt nicht dein Ernst. So. Möchte ich hier noch ein bisschen. Ja. Ich glaube, das muss man erstmal fertig bauen, dass, damit man das noch ein bisschen anwinkeln kann. Besser ist es. Ihr wisst ja auch, dass ich vier online spiele, ne? Man muss mal sagen, ich habe ganz vergessen, was für eine Kraft Festplatten haben können. Denn meine Ladezeit in vier online war bestialisch. Dazu muss man aber auch sagen, dass 4 Online auf einer IDE-Festplatte war. Also wirklich richtig oldschool. Und ja, jetzt ist es halt nicht mehr auf einer IDE-Festplatte, sondern auf einer SSD. Dieser Unterschied, der ist einfach bahnbrechend, würde ich mal sagen. So, hier werden wir einfach nur so schwebt die. Eindeutig, das sehe ich genau. Ein Lock haben wir noch. Wichtiger ist erstmal das Teil da. So, und jetzt schieben wir mal los. Wir können ja auch sprinten, habe ich ganz vergessen. Ich denke mal, die meisten Loks werden hier runterfallen. Deswegen schiebe ich dich erstmal hier hin. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Jetzt könnte man ja eine kleine Holzfäll-Aktion starten. Ach halt, es wurde ja gesagt, dass die Upgrades besser funktionieren. Werden wir mal die Modern Axe mit Federn tun. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das war eine 6, oder? Ja, einfach mal upgraden. Das sieht schon besser aus. Na komm, 9 haben wir noch. 1. So. Rüsten wir jetzt auch direkt aus. Ich habe jetzt natürlich vorher nicht zugeschlagen, von daher kann ich nicht wirklich zuordnen. Oh, alter Schwede. Alter Schwede. Das ist ja jetzt ein richtig hackeriges Ding, du. Das bringt auf jeden Fall etwas. Schaut euch das mal an, ne? Eine richtige Dauerfeueraxt. So richtig Dauerfeueraxt. Damit hauen wir in einem Tempo zu, du. So gefällt mir das. So gefällt mir das Baumfällen. Definitiv. So lässt es sich leben. Und ja, irgendwer sagte, irgendwas heißt irgendwer, ich glaube, das war wieder mal heulende Elend, sagt, dass die moderne Axt ein bisschen weniger Energie verbraucht. Also das sehe ich gerade auch. Die verbraucht auf jeden Fall weniger. Keine Frage. Wow!
Ach komm, wir gönnen uns einfach mal einen Drink. So hungrig sind wir ja nicht. Wenn hier schon mal Sticks rumliegen, nehmen wir die natürlich auch mit. So, jetzt haben wir hier ein paar Loks rumliegen. Wo ist unser Sled? Da steht er. Ah, da sind sogar welche gegen den Sled gerollt. Das finde ich mal witzig. Nehmen wir mal den und den. Jetzt passt da auch gar nichts mehr, ne? Nee. Werden wir mal diese 6 Loks hier hoch befördern. Und nicht, dass uns das Ding ja gleich wieder abhebt. So. Ja, ist gut. Lass los. Schon ein cooles Ding, muss man mal sagen. Ist ganz witzig. So, nehmen wir noch einen zweiten mit auf. Klatschen die Enten rein. So. Oh, ist einfach fast umgefallen mit dem Ding. Sah so aus zumindest. No! Don't! Bitte nicht. So, gehen wir mal wieder ein bisschen einsammeln hier unser Holz. Oh, hier liegt noch, da oben liegt auch noch. So. 1, 2, 3. Ups. Ja, einer geht noch. Die Startgeschwindigkeit gefällt mir, man merkt auf jeden Fall, dass die Upgrades jetzt wirklich. Ah, Alter. Ist gut. So, man merkt, dass die Upgrades jetzt auf jeden Fall was bringen. Denn diese Geschwindigkeit der Axt ist wirklich Hammer. Was ist jetzt hier los? Jetzt war ich am Schieben und am Tragen. Ja, und jetzt ist das Ding umgekippt. Ich kann es nicht mehr schieben. Außer so. Gegenlaufen. Ja, das ist jetzt. Naja, gut. Wenn Sachen neu dazukommen, sind sie in der Regel immer buggy. Das ist jetzt hier leider keine Ausnahme. Mit unserem umgekippten Loksled. So, wollte ich hier eine Tür dran bauen? Ist natürlich schön schräg. Richtig auch ein bisschen gerade hin. Scheinbar nicht. Egal, haben wir eine schräge Tür. Auch okay. Ja, jetzt fehlt ein Lock. So. Haben wir es wieder umgedreht. War mit Loks leider nicht möglich, ohne jedoch schon. Wir müssen mal über eine Diät nachdenken. Der heulende Wind hatte nicht Unrecht. Der heulende Wind, wie soll ich immer der heulende Wind? Heulende Elend hatte nicht Unrecht. Wir müssen ein bisschen auf unsere Figur achten. So, ich wollte was essen. Junge, ich bin aber auch verplant gerade, ne? Das ist echt. Echt Hammer, ne? So. So. Und wir hauen uns natürlich einen Raw Lizard rein. Was auch sonst. Die gibt es ja wie Sand am Meer und die laufen auch nicht so aggressiv weg. Ach ja. Also im Wald wäre doch eigentlich mal chillig, ne? Aber so ein bisschen in Holz gehüllt. Weg von Internets. Könnte ich natürlich keine Let's Plays machen, aber ich könnte einen Let's Chill machen.
Das wäre auf jeden Fall auch mal nett. So, was habe ich gerade in der Hand? Ein Lizard, jawohl. Passt hier noch was? Oder passt hier nichts mehr? Scheinbar hat es noch gepasst oder er ist verschwunden. Ich sehe nämlich keinen Rohn. Aber doch, hat noch was hingepasst. So haben wir da auch schön Essen drauf. Mag sein, dass es weniger wird, aber eine Sache wird nicht weniger, und zwar unsere Nahrung hier. Ja, ich möchte mal kurz den Stoneholder fertig machen. Wie viele Sticks haben da gefehlt? Drei? Vier? Auf jeden Fall waren es nicht viele. Eins, zwei. Ich glaube, ich werde mir so einen Baum raussuchen, den ich nicht fälle. Einfach für ein Baumhaus. Stick, 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 Stick. Stone, Stone, Stone. Kleiner Pupstein. Sticky! Sticky, ah, hi. So, das dürfte jetzt auf jeden Fall reichen. Was ist dieser kleine Stein? Das dürfte definitiv reichen. Ich habe ja schon wieder was von Aufrüsten erzählt, ne? Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall noch klarstellen muss, ist, dass mein Aufrüsten jetzt nicht so präsent ist, wie ich es ankündige. So, sagen wir mal in 1 bis 3 Monaten oder so, mal gucken. Mal gucken, wie die Geschäfte laufen. Und dann, ja, werde ich auf jeden Fall aufrüsten. Und dann wird das Ganze hier auch besser laufen. Was habe ich denn noch vor mir zu besorgen? Elegato HD habe ich noch vor mir zu besorgen. Und dann kommen so ein paar Xbox Let's Plays auch mal, wenn ich gerade Lust zu habe. Allerdings nur Xbox 360, nicht Xbox One. Drei Hasen haben wir ja. Tja, auch für diesen Stein haben wir immer noch nicht genug, aber wir nehmen den da jetzt mal weg, der nervt da. Was wollte ich denn? Achso, ja, klar. Holz. Lizard, Lizard. So. Bin ich so blind oder tue ich nur so? Ich bin nur voll der Nix-Checker, ey, ganz ehrlich. Ich bin noch am Überlegen, ob ich unter meinen The Faulest-Videos mal ein bisschen Musik lege, weil The Faulest ist ja jetzt wirklich. Ich meine, die Soundkulisse ist schon geil, aber es gibt halt keine wirklich unterhaltende Musik in dem Spiel. Warum habe ich denn diese Scheiß-Axt in der Hand? Unsere Dauerfeuer-Axt hier. Pap, 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 Jetzt stellt euch mal echt vor, mit 128 Leuten The Forest. Und alle pushen ihre Äxte mit der Tick-Speed. Dann bleibt doch nichts mehr übrig. Ja, komm. Wir essen zeitig. Das hätte ich natürlich Logsled mitnehmen können. Habe ich aber nicht. Hallo. Da können wir bestimmt nicht durchgehen. Ja, schon, aber echt schleppend. Aber wen wundert's? Bei einer schiefen Tür. Kommt man wahrscheinlich auch nicht unbedingt drauf klar. Man sieht schon lustig aus, ne, hier so mit dieser schiefen Tür. Ein bisschen Schrägoptik. Da macht sogar durchkriechen Schwierigkeiten. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das dann weiter handhaben mit dem Bauen. Ich möchte das Ganze hier auf jeden Fall erweitern. Gut, eine schiefe Tür war jetzt natürlich nur bedingt geplant. Kann man die auch einfach einschlagen? Ne, schön wär's.
Ja, zumindest haben wir da eine Tür, besser als nichts. Jetzt können wir hier nochmal Defense Wall dranhängen. Zack. Und no. Ja, so schon eher. Ja, gut. Sieht auf Schrägen natürlich immer nicht besonders hübsch aus, aber who cares? Ja. Definitiv nein. Ist das Ding jetzt schräg? Nee, im Vergleich zu dem anderen ist das Ding gerade, denn da unten. Wobei, klar ist das Ding schräg. Wir brauchen nicht auch noch ein schräges Fenster, wenn wir schon eine schräge Tür haben. Ist scheinbar nicht anders möglich hier. Das habe ich jetzt recht weiter drin gebaut. So weit soll das natürlich nicht. Ich sehe das Ganze hier nur bedingt aus der Sicht. Ja, so können wir es lassen. Dann können wir hier nochmal durchgucken. So, hier werden wir, glaube ich, dann auch nicht sehr viel weiter erweitern. Nur so, dass das hier so ein bisschen abgeschottet ist. Vielleicht hier vorne nochmal zumachen dann. Ein bisschen. Ja, genau so. Muss das immer alles so mega schräg sein? Gut, der Boden ist auch ein bisschen schräg, aber die übertreiben es mit dem Schräg so ein bisschen. Und wieder hier eine schräge Tür, die halb im Boden geht. Bäh. Hier müssen wir wahrscheinlich dann wieder durchkriechen. Schöner Sternenhimmel. Ja gut, den Sternenhimmel werden wir jetzt nicht los. Speichern können wir aber mal. Jetzt haben wir hier halt gerade was in unmittelbarer Nähe. Wir werden die mal noch ein bisschen mit Schaden pushen, glaube ich, die Axt. Ich hoffe, die Federn gehen davon nicht ab. Machen wir erstmal 4. Nee, gehen davon nicht ab. Sehr schön. Ja, dann machen wir doch nochmal, wie viel haben wir hier von 50? Von haben wir 29, dann machen wir nochmal 9. Ach komm, machen wir 10. Den Schaden nochmal ein bisschen pushen. Geschwindigkeit haben wir ja schon gut gepusht. So. Nochmal speichern. Würde mich natürlich interessieren, ob die Geschwindigkeit nach Stärke runtergeht, so. Wisst ihr, wie ich meine? Das weiß ich jetzt nämlich gar nicht. Irgendwas speist da. Ich hab auch mal zu unserem Essen geguckt da. Nicht, dass da ein Kannibale steht und erstmal unsere Sachen futtert. Schlafen! Ja, egal. Ich denke mal, die Folge geht jetzt auch lang genug. Ich, wie gesagt, ich habe gar kein Zeitgefühl. Gar nicht. Auf jeden Fall habe ich hier schon ein paar Ideen. Dass wir so noch ein bisschen größer werden hier, damit wir auch ein paar Sachen hinbauen können. Holder-technisch und so weiter und so fort. Ja, da hinten haben wir ja schon unsere Kuschelecke. Und wir haben einen Hasen getötet. Wir Schweine. Ups. Wo ist er denn? Wo ist der Hase? Da unten, ne?
macht euch locker. Wir kaufen nichts. Ja, egal. Ich speichere jetzt nochmal ratzfatz. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei The Forest. Ich bin euer Soulinex. Auf Wiedersehen, meine Freunde.